So, Lieben, hier ist Christian Hemschemeyer, Paterapeut, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter. Frisch von der Skipiste heute. Genau. Aber eigentlich schreibe ich an meinem Buch und ja, kann deswegen auch das Video nicht mehr groß schneiden. Mache jetzt nächsten Wochen einfach nur One-Taker, aber ich, wer weiß, wann sie wieder alles dicht machen. Da muss ich jetzt mal einmal gucken, ob das Snowboard noch weiß, wo es lang geht. Genau. Ja, wir haben heute das gute Laune-Thema rote Flaggen im Online-Dating. Und es gilt weiter die Black Friday Week bei Liebeship mit dem Code Black Friday 25 groß geschrieben und so weiter. Packe ich nochmal rein. Bekommst du bis Sonntag noch 25% auf meine Kurse, Sessions rund um die Liebe und so weiter und vieles weitere. Und auch seltene Kurse dabei. Also habt ihr alles draufgepackt, was es da so gibt im Regal. Genau. So. Also, gut. Aber jetzt nochmal ein kleines Video für euch. Wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du mal ein Formular auf liebeship.de machen. Eine Nachricht von Krasniewska. Hallo Christian, ich hatte vor einiger Zeit ein Match mit einem Mann in einer Dating-App. Das ist eigentlich schon die erste rote Flagge. Ich kann euch, eigentlich muss ich euch raten, nicht über eine Dating-App zu daten. Und eigentlich, jetzt sagt, gut, jetzt sagt die Dame ja gleich, ja, aber wir haben Lockdown oder geht nicht anders. Ja, warum nicht mal Zeit mit sich verbringen, ne? Warum nicht mal meditieren? Keine Ahnung. Einfach mal sein, keine Ahnung, an sich arbeiten, ja, keine Ahnung, vielleicht hat es, naja, okay, wollen wir auf diese Themen mal gar nicht eingehen, rund um Corona, aber gut. So, ich bin auch kein großer Fan, aber in der aktuellen Zeit ist es ja etwas schwieriger, Menschen außerhalb der virtuellen Welt kennenzulernen. Wir konnten uns dann nicht direkt treffen, da wir beide im Urlaub waren. Wir haben dann in der Zeit wir waren aber in der Zeit in Kontakt, haben uns aber immer mal geschrieben und auch ein paar Fotos vom Urlaub ausgetauscht. Er hat sich auch entschuldigt, dass er so wenig schreibt. Ja, also da frage ich mich, wieso sich, also da geht es eigentlich schon los, ne? Ich meine, das ist aber auch ist alles, was ich jetzt sage, so typisch Online-Dating, weil man schwimmt halt so, man weiß das alles immer nicht. Das ist einfach das Wesen von Online-Dating, dass du einfach nie so richtig weißt, was Sache ist, so in aller Regel. Deswegen ist es so viel besser, jemand an der Tiefkühltheke anzusprechen oder mit jemandem ins Gespräch zu kommen, in der Schlange vom Testcenter oder ich weiß es nicht. Naja. Also warum entschuldigt er sich? Also entweder auch das, also wir gehen es mal ein bisschen gründlicher durch, ne? Und ich kann dir schon gleich sagen, mach mal den Polaritätskurs, den Datingkurs, also sagen wir mal in diesem Fall den Datingkurs, würde ich mal sagen. Geht es nicht so um Polarität, aber auch ein bisschen. Was ich immer sage ist, man macht ein Date. Warum schreibt ihr? Ihr könnt auch vorm Urlaub ein Date machen für nach dem Urlaub. Da muss kein Mensch schreiben. Was soll dieses scheiß Geschreibsel immer? Es bringt nichts, ne? Und weil soll ich jetzt schreiben, soll ich nicht schreiben? Man kennt sich gar nicht. Und es bringt nichts. Das ist, was ich... Also ich würde mir immer wünschen, ich weiß nicht, ob du neu bist hier, dass ihr einfach das macht, was ich vorschlage, dann brauche ich nicht auf Sachen antworten, die einfach nicht dementsprechend, wie ich vorschlage, wie man daten sollte. Und ich hätte zum Beispiel gesagt, warum überhaupt schreiben? Man macht ein Date und dann ist der Drops gelutscht. Dann muss man auch sich gar nicht schreiben. So, ne? War natürlich voll okay. Wir hatten uns dann nicht, wir waren beide im Urlaub. Nach dem Urlaub haben wir uns dann direkt getroffen. Wir sind spazieren gegangen, war noch was trinken. Wir haben uns sehr gut unterhalten und ich hatte Spaß bei dem Date. Er hat mir auch abends direkt noch geschrieben, dass er es toll fand und nach einer Wiederholung gefragt. Ja, nächste rote Flagge oder zumindest dunkelorange. Auch das, das macht jetzt alles kleinkariert sein von mir, aber gut, du hast stellst die Fragen. Würde ich jetzt zum Beispiel nicht empfehlen, am gleichen Tag des Dates, dass der Mann sich nochmal meldet und macht das nächste Date. Ne? Ich empfehle immer nochmal drüber schlafen, dass auch schon mal ein bisschen Emotionen entstehen können. Und also ganz ehrlich gesagt, also ihr könnt gerne, die Frauen können ihr gerne kommentieren, würde ich denken, dass es viele Frauen gibt, die das auch irgendwie schon creepy finden, wenn man so schnell wieder schreibt.
Also in meiner Dating-Erfahrung würde ich davon ausgehen, dass das viele auch abtörend finden. Und selbst du findest es, glaube ich, ein bisschen abtörend. So, wenn ich das so über die E-Mail hier so sehe. Gut. Also er fand es toll, nach einer Wiederholung gefragt. Wir haben uns also direkt für die Folgewoche wieder verabredet. In der Zwischenzeit hatten wir täglich Kontakt via WhatsApp. Auch das, also ich muss wirklich sagen, macht einfach so, wie ich sage, keine Geschreibsel zwischen den Dates. Also ihr macht das für das nächste Date ausgemacht und dann ist gut. Hört doch mit diesem ganzen Geschreibsel auf. Das ist einfach ein Irrsinn. Und ich kann das nicht empfehlen. Also wenn man irgendwann mal wirklich ein halbes Jahr in einer Beziehung ist oder meinetwegen auch einen Monat, zwei Monate in einer Beziehung ist, im Commitment, ja, da kann man sich gerne schreiben. Aber was bringt nichts? Das bringt nichts, ne? Mir war es fast ein klein bisschen zu viel. Ja, es ist auch nicht in der Polarität, dass der Mann das so viel macht, ne? Also ganz klar. Aber es war gerade noch okay. Auf jeden Fall ist über die Zeit mein Interesse weiter gewachsen. Ja, da frage ich mich schon so ein bisschen, warum wächst es, wenn es so eigentlich nicht okay ist, ne? Ja, also wie ist dein, also die Frage zählt dahin, wie ist dein Liebeship so, sozusagen sortierst du Männer nicht aus, die eigentlich zu forscht sind? Weil es ist ja meistens so, im Online-Dating sowieso, aber also entweder trifft man auf Leute, die Vollgas geben und dann eine Vollbremsung machen oder welche, die man überhaupt schon gleich mit dem Ring durch die Manege ziehen muss, wo einfach kein Drive drin ist. Und man will natürlich dieses Dazwischen haben, ne, dass jemand engagiert ist, ohne so Richtung Lovebombing zu gehen. Und deswegen muss man auch Leute im Online-Dating, wenn ihr das partout machen wollt, schnell aussortieren, so, ne? Ja, wenn das in die falsche Richtung geht. Und hier geht es eigentlich schon in die falsche Richtung, ne? Es ist nicht das, was ich lehre hier. Definitiv nicht, ne? So. Zum zweiten Date hat er mich dann in ein nettes Restaurant eingeladen. Okay, wir hatten wieder einen tollen Abend, haben uns gut unterhalten und die Chemie stimmte. Auch viele unserer Werte stimmten überein. Ja, wie gut, ich meine, ich bin einfach ein, keine Ahnung, ein Gesellschaftsskeptiker, sagen wir mal so. Worte. Vielleicht hat er dir auch noch im Mund geredet. Ich meine, wo willst du wissen, dass die Werte stimmen, wenn du ihn noch gar nicht kennst und er noch gar nicht bewiesen hat, dass er Werte hat, die er auch einhält, ne? Aber gut, man, es ist, wie es ist. Irgendwie muss man ja weiterkommen, ne? Klar, macht man ein Date, guckt, wie es ist. So, er hat gezahlt, obwohl ich angeboten hatte zu teilen und mich nach Hause gebracht und zum Abschied geküsst. Okay, das wäre ja wieder so auf der Spur quasi. Auch dann schrieb er wieder, als er zu Hause war, wie toll er den Abend fand. Ja, ich finde das nicht in der Polarität. Klar, der Kuss jetzt schon. Ich weiß nicht, wie es aus meiner Sicht ablaufen sollte. Ja. Aber ich will das jetzt nicht alles auswalzen. Da geht in die Polaritätskurse rein. Guckt euch das mal an. Ja. Gut. Für mich lief also alles gut. Auch in der Folgewoche haben wir uns wieder getroffen. Dieses Mal bei mir zu Hause. Wir haben gegessen, uns unterhalten, gekuschelt, geknutscht. Sex gab es an dem Abend nicht, da der rote Corsar unterwegs war. Okay. Im Anschluss konnten wir uns 2 Wochen nicht sehen wegen verschiedener Termine, waren aber weiterhin im Kontakt. Auch da, ich weiß, das ist jetzt kleinkariert, aber wie will man Online-Dating angehen, wenn nicht kleinkariert? Würde ich sagen, ist egal, wie lang das ist, man macht ein nächstes Date aus und dann ist gut, da muss man nicht wieder 2 Wochen rumschreiben. Klar, jetzt habt ihr schon 3 Dates gehabt, das verstehe ich natürlich, dass man da mehr schreibt. Aber wieder, warum hängt es in der Luft? Also macht die Sachen fest, ne? So, gerade im Online-Dating, ne? Weil du kennst ihn nicht, vielleicht datet er 20 andere parallel, du weißt nichts von diesem Menschen, gar nichts. Und wie viel Menschen sind auf Online-Dating-Plattformen, die noch nicht mal Single sind, die einfach, weiß nicht, vielleicht hat er eine Freundin und hat einfach keine Zeit oder ist, also es ist einfach ein Irrenhaus, es ist ein einziges Irrenhaus. So, insbesondere dadurch, dass er auch an den Wochenenden in der Stadt war, er hilft einem Freund aus, waren wir etwas eingeschränkt mit möglichen Treffen. Ja gut, das kann jetzt sein, dass er dem Freund hilft, aber es kann auch sein, dass er einfach mit seiner Freundin zusammen ist am Wochenende. Also ich meine, du kennst die Menschen nicht, ne? Und ja, also ich würde schon immer komisch finden, wieso kann man sich am Wochenende nicht treffen? Also
Ja, und dann wird wieder irgendwas gesagt, ja, was weiß ich, weil, keiner, ja, Wochenende habe ich immer mein Meerschweinchen in Pflege und deswegen können wir kein Date haben. Du kriegst dann irgendwas aufgetischt und ja, man muss leider relativ misstrauisch sein. Aber ich weiß es jetzt nicht, vielleicht hilft er seinem Freund, aber ich finde schon wieder alles total merkwürdig. Ja. Kurz vor unserem vierten Treffen hat er dann sogar gefragt, ob wir nicht ein Wochenende zusammen verreisen wollen. Ja, es ist so eine ganz komische Mischung von zu schnell, zu langsam, aber also das ist halt so eine Sache, wenn man schon meint, mir eine Mail schreiben zu müssen, weil Dinge nicht zusammenpassen, dann ist es eigentlich schon, ist es schon Käse. Da ist irgendwas faul, ne? Mir ging das etwas zu schnell, aber ich fand es auch süß. Ich konnte an dem geplanten Wochenende nicht, habe ihm abgesagt, aber dass ich das grundsätzlich für eine schöne Idee halte. Als wir uns dann wieder gesehen haben, hatten wir wieder einen tollen Abend und Nacht. Er hat dann bei mir übernachtet, vermute mal diesmal mit SEX. Nehme ich mal an. Am nächsten Morgen musste er zur Arbeit und ich konnte liegen bleiben. Wir haben uns mit einem Kuss verabschiedet und ich bin aufgestanden, um ihn zu verabschieden. Ich bin nicht aufgestanden, um ihn zu verabschieden. Ja, wenn du liegen bleiben kannst. Was sicherlich nicht höflich war, aber in dem Moment fand ich es nicht so schlimm. Was soll denn daran schlimm sein? Im Anschluss hat sich aber sein Kommunikationsverhalten danach nach und nach verändert. Das war das erste Mal, dass er im Anschluss an verbrachte Zeit sich nicht mehr bei mir gemeldet hat. Ja, und jetzt überlegst du, ob es an dir liegt, aber es kann nur einfach daran liegen, dass er nur einmal mit dir schlafen wollte. Die Welt ist schlecht, ich kann es nicht ändern. Aber was soll denn daran so schlimm sein, dass du nicht aufstehst? Sollst du ihm dann noch, kennst ihn mal ein paar Wochen und dann, weiß ich nicht, machst du ihm noch ein Drei-Gänge-Frühstück oder was? Oder was braucht der Herr dann? Dass er sich ordentlich verhält dir gegenüber oder wie? Hm? So, als ich ihm dann nachmittags schrieb, habe ich gemerkt, dass er angefressen war, weil ich nicht zur Verabschiedung aufgestanden bin. Also spätestens da kannst du ihn rausschmeißen. Also er hatte wirklich die Ehre, mit dir zu schlafen. Er hatte wirklich, das war wirklich sein Glückstag dieses Jahr, dass er mit dir schlafen durfte. Und er hat nichts Besseres zu tun, als auf dir rumzuhacken, weil du nicht aufgestanden bist. Was sollst du noch machen, ey? Das ist schon völliger... Und das ist halt wie immer in diesen toxischen Dating-Situationen. Es geht Vollgas los und Lovebombing. Und sind wir schon in der Kritikphase. Ihr hattet einmal Sex, geht die Kritikphase schon wieder los, ey. Vergiss es. Hört auf zu diesem Scheiß. Geht weg von Dating-Apps wirklich. Und kann ich jetzt wieder sagen. Und klar, wir wollten ja was anderes bauen, hat nicht geklappt. Aber das kann ich wieder sagen. Geht weg von Dating-Apps. Das ist wahrscheinlich auch echt besser. Wirklich so. In den folgenden Tagen kam es immer noch Nachrichten, aber zuerst von ihm, aber in den Zeitungen zwischen den Nachrichten wurde immer länger. Er hat meine Nachrichten teilweise über 24 Stunden nicht gelesen. Er hat die Ehre, mit dir in einem WhatsApp-Austausch sein zu dürfen, ne? Sei stolzer, du kannst 5-10er-Potenzen stolzer sein, viel stolzer, ne? Und was, er schreibt 24 Stunden nicht? Also mal ganz ehrlich, in so einem angehenden Dating-Prozess, da würde ich erwarten, dass spätestens am Abend, dass man eine Antwort hat. Gut, man ist vielleicht nicht Boyfriend, Girlfriend und vielleicht muss man mal arbeiten tagsüber, aber wie lange dauert es denn, verfickte WhatsApp zu schreiben, ey? 2 Sekunden, ey, wirklich, ey. Dadurch wurde die Kommunikation sehr stockend. Er hat auch nicht nach einem neuen Date gefragt. Das habe ich dann schließlich getan in dem Gedanken, dass er sich vielleicht nicht richtig wertgeschätzt gefühlt hat von mir. Er schätzt dich nicht wert. Du bist ja jetzt, rutscht du voll in so eine Pluspoligkeit rein. Also du darfst viel stolzer sein, mehr fucking Standards, mehr Dealbreaker. Such den Fehler nicht immer bei dir irgendwie. Und sei viel pickier. So, echt. Der hat es viel zu leicht mit dir. Ja. Und ich denke, du machst es, weil du nett sein, vermute ich, muss es natürlich mal prüfen, weil du nett sein willst. Also würde ich auch Modul 1 mal empfehlen. Du bist, glaube ich, echt zu nett auch so, ne? Mit ihm hier zumindest. So. Dann hat er mir, dann auch zeitnah geantwortet und wir haben uns bei ihm getroffen. Jetzt belohnt sie ihn noch mit dem Date irgendwie. Wir haben dann auch noch mal drüber gesprochen, dass ich nicht aufgestanden bin und er meinte, es hätte ihn schon gestört. Oh.
Oh my fucking, ey. Es ist nicht zu fassen, ey. Echt. Von was ist das denn noch gestört irgendwie, dass da 5 Zentimeter, 5 Zimmer weiter eine Fliege rumgesummt ist oder dass dein Hamster irgendwie schlecht geschlafen hat oder was stört ihn denn noch alles? Oh, komm, mich riecht das immer so auf, ey. Alter Falter, ich habe mich entschuldigt. Wofür? Für nichts. Warum entschuldigst du dich? Also, würde dir wirklich raten, so einen Typen am Stabilchen zu packen und denk, ey, lern du erstmal Umgang mit Frauen, lern du erstmal Respekt und dann kannst du ja irgendwie in 10 Jahren mal wiederkommen. Aber sorry, habe ich keinen Bock drauf. Wirklich. Echt. So, ich habe ihn auch darauf angesprochen, dass auf seiner Klingel 2 Namen stehen. Hoffentlich waren nur Namen auf der Klingel und nicht irgendwie noch ein voll eingerichteter Kleiderschrank und andere Anzeichen, dass da vielleicht noch jemand anders wohnt. Ich hoffe nicht. Er hat dann erklärt, dass es noch von der Ex-Freundin sei, als ich gefragt habe, wie lange sie schon nicht mehr da wohnen würde, sagte er, gefühlte Ewigkeiten. Gut, kann ja sein, ne? Und er hat den Namen noch am Klingelschild, weil seine Ex-Freundin da zum Teil noch Post hinbekommt. Gut, kann sein. Auf jeden Fall merkwürdig, aber ich war nicht komplett abgeschreckt. Wir haben dann noch länger geredet. Er hat auch über ein paar Themen im Job gesprochen, die ihn gerade beschäftigen und gekuschelt. Ich musste dann los, weil ich noch einen Termin hatte. Die Kommunikation war dann kurzfristig wieder besser. Ist dann aber wieder eingeschlafen, sodass meine Nachrichten wieder. Ach, es geht das wieder los. Also, das ist schon, wenn man einfach schon der Wurm drin ist. Also, Leute, lasst es. Sobald irgendwas ein Störgefühl auftritt im Online-Dating, next, next, next. Und ganz am besten lasst ihr einfach Online-Dating, wirklich. Ja. Weil eigentlich das Hauptproblem ist Online-Dating. Du weißt nicht, was er macht, ne? Wie vielen schreibt er noch? Was hat er noch alles am Laufen, ne? Oder dann müsstest du eigentlich, sobald es Sex gibt, das würde ich euch auch empfehlen, dann zu sagen, lass uns dann zumindest zeitweise von der App runter, ne? Lass uns Exklusivität vereinbaren. Also ihr dürft da wirklich viel, 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 viel strenger sein, so, ne? Da ich 2 Tage nach dem Treffen wieder im Urlaub geflogen bin, du hast aber echt viele Urlaube, ey. Es ist immer nur vom Urlaub die Rede hier, ey. Wahnsinn. Gab es auch wieder keine Folge verabredet. Gut, das habe ich ja schon gesagt. Er hat aber in seiner Nachricht darauf hingedeutet, dass er ein weiteres Treffen wollen würde. Ja, warum macht er dann keins? Ah, da er was vom Job schrieb und meinte, das würde er mir erzählen. Grundsätzlich wäre es für mich auch nicht so schlimm, wenn man sich nicht täglich schreibt. Nee, das muss es auch nicht. Ihr sollt ja daten, ne? Irgendwann hatte ich dann genug und habe geschrieben, dass ich das nicht als wertschätzend empfinde, wenn Nachrichten regelmäßig 24 bis 48 Stunden nicht gelesen werden. Und nicht das Gefühl habe, dass sein Interesse an weiteren Kennenlernen nachgelassen hätte. Wenn er dann gesagt hätte, dass es für ihn nicht weitergeht, wäre es auch okay gewesen. Dann sagte er aber, dass bei ihm einfach viel los ist. Nee, das soll man ja nicht. Man soll mit diesen Krümeln gefälligst zufrieden sein, damit man noch ab und zu ein bisschen Sex und Aufmerksamkeit kriegt. Aber man soll bitte keine Ansprüche stellen. So, ne? Ja. Das aber weggehen soll man natürlich auch nicht. Ne? Dafür ist man ja noch gut genug. So. Dann sagt er, es bei ihm einfach viel los, weil sei und er mich deswegen vernachlässigen würde. Ja, aber warum bist du keine Priorität? Warum ist jeder, warum ist alles in seinem fucking Leben höhere Priorität als du? Warum? Ich dachte, der finde ich so toll. Ja? Das sei nicht seine Absicht, er wolle sich bessern. Ja, das glaube ich. Ja, und wenn es nicht seine Absicht ist, warum macht das dann? Also es ist ja jetzt keine Raketentechnologie, dass es vielleicht nicht so toll ist, wenn man 48 Stunden nicht zurückschreibt und mit dem man schon Sex hatte. Ich habe dann nochmal nachgefragt, was denn alles los sei. Und es kam jetzt zurück, dass er einfach platt ist. Ja. Und deswegen kann man nicht 2 Sekunden WhatsApp schreiben. Und das Handy nicht viel in der Hand hat. Nein, das haben wir ja heutzutage alle nicht. Wir haben ja alle so viel zu tun, dass wir alle nicht das Handy in der Hand haben. Ja. Ansonsten aber auch keine Nachfrage, wie es mir geht, wie der Urlaub ist. An dem Punkt habe ich dann beschlossen, das zu beenden und nicht mehr geantwortet. Seitdem kam auch nichts mehr. Was ich nicht verstehe, ist diese extreme Veränderung im Verhalten. Er hat sich extrem bemüht, hat sogar gemeinsame Wochenenden geplant. Macht mal das für einmal Sex. Doch, manche machen das für einmal Sex. Außerdem wollte er wahrscheinlich auch normal Sex haben. Das ist doch wahrscheinlich auch einfacher zu haben. Ja, ich sage ja nicht, dass es ihm nur um Sex ging, aber das ist halt.
was ganz viel auf diesen Dating-Apps ist, damit, weiß nicht, es läuft alles irgendwie komisch und dann erst zu schnell und dann ganz langsam und ja, aber letzten Endes, also das Problem, also der Elefant im Raum ist einfach Online-Dating, ne? Ich meine, als ich früher mal Online-Dating gemacht habe, ja, das, ich kenne das andersrum von Männern auch, also man macht irgendwas und ja, es läuft einfach alles kreuz und man hat einfach keinen Durchblick und versteht es einfach nicht, warum die Sachen so und so laufen. Ne? Aber du kriegst da auch keine Antwort. Was du natürlich immer überlegen kannst, ist, warum gibt das Universum diese Erfahrungsmöglichkeiten? Also ich denke, für dich wäre auf jeden Fall wichtiger, aber das Universum spiegelt ja häufig das Gegenteil, dass du strenger wirst, klarer wirst, mehr eigene Standards, unabhängiger, ja, pickier. Also das halte ich auf jeden Fall für super wichtig. Ne? Vielleicht bist du auch übercommitted sozusagen. Ne? Ich finde auch nicht, dass ich sonderlich pushy war. Nee, das kann man jetzt nicht sagen. Nee. Wenn er sich nicht gemeldet hat, habe ich keine weiteren hinterhergeschickt oder so. Hätte ich nach einem weiteren Date fragen sollen? Nein. Was läuft da bei ihm schief? Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe ja jetzt keine Glaskugel, aber... Wie gesagt, das Problem ist aus meiner Sicht vor allen Dingen Online-Dating. Also wenn du Online-Dating machst, musst du solche Sachen akzeptieren. Und viel früher abbrechen. Ich denke, die Abbruchstellen habe ich dir genannt. Mach die fucking Kurse. Es kommt nicht von allein. Und genau, vielleicht sehen wir uns heute Abend noch auf Twitch, 20 Uhr. Und wir werden es bald wiedersehen.